Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir, wie der Chopsticks funktioniert, wie du eine schöne gerade Linie hinbekommst, welche Tricks du dabei beachten musst. Los geht's! Wir starten auch dieses Mal wieder auf dem Boden. Die Seite deines Frontbeins kommt an die Stange, die Pole zwischen Beckenknochen und erster Rippe. Führe dann dein Frontbein nach vorne, fass es mit der gegenüberliegenden Hand am äußeren Knöchel und zieh das Bein aktiv zur Stange. Du schaffst einen festen Point of Contact an deiner Taille und an deinem Oberschenkel. Die Stange sollte an diesen zwei Positionen ihren Ankerpunkt, ihren fixesten, festesten Point of Contact haben. Um die optimalen Linien zu erhalten, ziehst du nun mit beiden Beinen aktiv hoch zur Decke, sodass die Beine parallel zum Boden oder zur Decke sind. Dein Oberkörper zieht aktiv nach oben, den Rückenstrecker aktivieren und mit dem Arm am Bein auch aktiv das Bein nach oben ziehen. In der Bodenlage ist das Ganze jetzt ein wenig problematisch, aber in der Luft ist das möglich. Machbar und solltest und musst du auch tun, um das Beinchen wirklich in die optimale Linie parallel zum Boden hinzubekommen. Die Sache ist die, wenn ich mich ausschließlich auf meinen Point of Contact konzentriere und meine Beine nicht anhebe, fallen meine Beine wie ein A ab und die Linie ist nicht vorhanden. Das heißt, ich muss wirklich aktiv ziehen und alles entgegen der Erdanziehung hoch zur Decke transportieren. Hier nochmal zur Verdeutlichung, was ich meine mit der aus der Kraft des Rückenstreckers den Oberkörper aufrichten, langziehen, auch das hintere Bein, Gesäßmuskulatur anspannen, das Beinchen heben. Im ersten Versuch starten wir natürlich wieder bodennahe. Bring deine Hüfte des vorderen Beins, des Frontbeins hoch zur Decke. Zieh sie hoch, indem du deine seitlichen Bauchmuskeln aktivierst und somit dein Beckenknochen und deine erste Rippe näher zueinander finden. Du stehst hinter der Stange, zieh den Beckenknochen des Frontbeins hoch Richtung Decke, schaff mit deinem Oberschenkel des Frontbeins einen Point of Contact und lehn dich auch schon mit dem Oberkörper mit der Taille gegen die Stange. Bring nun den Oberkörper über außen, über eine Kreisbewegung nach vor zum Bein. Achte darauf, dass der Oberkörper parallel zur Stange ist. So wie wir schon beim Jade Tutorial besprochen haben, der Oberkörper schafft die Linie für das hintere Bein. Nur wenn der Oberkörper parallel zum Boden steht, hat das hintere Bein auch die Möglichkeit, in die Parallele zu kommen. Weiters ist hier auch wichtig, hier im Stehen musst du schon das Bein mit dem Arm aktiv hochziehen Richtung Decke, sodass dein Frontbein auch parallel zum Oberkörper bleibt. Sackt dir dein Frontbein ab, stehst du nicht mehr in einer Split-Linie, sondern in einem A. Das ist nicht so schön. Und wenn du diese ganzen Aktionen hast, du ziehst aktiv mit deinem Arm das Bein hoch, ziehst beide Beinchen aktiv hoch zur Decke, dann heißt es natürlich auch Brustbein heben und den Oberkörper lang machen und aufrichten. Zieh dein Frontbein aktiv mit dem gegenüberliegenden Arm zur Stange hinzu und schaffe einen festen Point of Contact zwischen Oberschenkel und Taille. Du sollst nicht am Arm hängen, versuch mit Oberschenkel und Taille das meiste Gewicht zu halten. Verlagere das Gewicht des Oberkörpers nach vorne Richtung Frontbein und dann im nächsten Schritt kannst du versuchen, das hintere Bein zu lösen und nach hinten Richtung Decke zu strecken. Wenn du dich am Boden sicher fühlst und das Ganze gut funktioniert, ist der nächste Schritt, dass du hochkletterst an die Stange. Du kommst in einen Pole Seat. Achte darauf,
die Startposition gleich wie am Boden zu finden, dass du den Beckenknochen des Frontbeins hochziehst zur Rippe, die seitliche Bauchmuskulatur dabei fest anspannst. Du hast die Stange etwas mehr an der Oberschenkelrückseite des unteren Beins und ich lege sie mir gerne auch in die Kniekehle hinein, damit ich guten, festen und sauberen Halt habe, um weiterzuarbeiten. Bring auch hier wieder den Oberkörper über die Seite, über einen Kreis nach vorne in die Parallele zum Boden, schaff einen festen Point of Contact in der Taille, fass dein Bein, zieh es heran, der zusätzliche Point of Contact am Oberschenkel, kipp mit deinem Körpergewicht nach vorne und dann löst dein hinteres Bein. Zieh aktiv am vorderen Bein nach oben, Oberkörper aufrichten mit Hilfe deiner Rückenmuskulatur des Rückenstreckers und das hintere Bein aktiv heben mit Hilfe deiner Gesäßmuskulatur. Um aus dem Move wieder rauszukommen, bring das hintere Bein wieder nach vorne an die Stange, hake in der Kniekehle ein und den Oberkörper wieder hinter die Stange führen. Und zum Abschluss auch wieder der gesamte Ablauf. Ich hoffe, dir hat das Video Spaß gemacht, du hast etwas für dich mitnehmen können. Viel, viel Spaß beim Training, viel Spaß beim Lernen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns ein Like, schreib einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, Bussi Baba. Und vergiss nicht, Kanal abonnieren.